Glückwunsch zum Kantersieg 34-24 gegen Dessau. Hand aufs Herz, wie viele Steine sind dir da nach dem Schlusspfiff vom Herzen gefallen? Ja, sehr viele. Also es war, wie schon im Vorfeld auch berichtet, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Wir haben so, ja, Krise will ich es nicht nennen, aber beide hatten ein bisschen so eine Niederlageserie von 3 Spielen hinter sich. Und das war sehr, sehr wichtig, daher viele Steine vom Herzen gefallen. Dann erzähl mal, zweite Halbzeit, da habt ihr ja richtig Beton angerührt. Ja, was war da Schlüssel zum Erfolg in der Abwehr, dass da Dessau lange Zeit überhaupt nicht mehr durchgekommen ist? Ja, ich glaube, die Abwehr war schon in der ersten Halbzeit richtig gut. Nur sind uns da ab und zu noch, war es im Zeltspiel oder war es kurz vorm Zeltspiel, sind uns einfach noch ein paar unglückliche Tore ins Netz gegangen. Und das ist in der zweiten Halbzeit vor allem die erste Viertelstunde gar nicht mehr passiert. Wir haben vorne auch dann wirklich eine sehr gute Wurfquote gehabt. Die hatten wir in der ersten Halbzeit noch nicht, da haben wir selber viel geworfen. Und ich glaube, der Schlüssel war dann auch, dass wir die breitere Bank hatten. Also wir hatten wirklich die 32 Minuten sind wir gestartet mit 3 frischen Kräften, die in der ersten Halbzeit noch fast gar nicht oder gar nicht gespielt haben. Und man hat einfach gesehen, wir konnten das Tempo hochhalten, während das auch immer wieder im stehenden Angriff gezwungen wurde von uns. Und ja, da taten sie sich heute einfach schwer gegen unsere sehr starke Abwehr. Auch in der Offensive kann man Glückwunsch sagen. Dessau ist ja schon teilweise unorthodox. Hat alles probiert, mit einer 5-1 angefangen, dann kam die 6-0, später die 3-2-1. Und jedes Mal habt ihr sofort die perfekten Antworten gefunden. Ja, wir waren in diesem Spiel tatsächlich sehr variabel, was das eigentliche Spiel angeht. Wir hatten immer eine Lösung parat, hatten aber auch vor allem über unseren erweiterten Gegenstoß, zweite Welle, erste Welle, heute einen guten Tag, was der Schlüssel dann zum Erfolg war. Ja, schläft sich jetzt wieder ein bisschen ruhiger mit 16-16 Punkten? Ja, jetzt schläft sich erstmal gar nicht. Im Anschluss daran schläft sich nichts ruhiger. Wir haben gestern schon gesehen, dass die Hinteren wieder gepunktet haben, weil sie direkte Konkurrenten gegen sich hatten. Wir wissen, dass es einfach jetzt von Spiel zu Spiel ein heißer Fight ist, auch die letzten 2 Spiele noch. Und ich habe auch die letzten Wochen nicht schlechter geschlafen, als ich es jetzt tue. Genauso schlafe ich jetzt auch nicht besser, sondern wir versuchen nächste Woche uns wieder perfekt vorzubereiten. Dann kommt das Aufsteigerduell in Leutershausen, wo wir uns drauf freuen und schauen, was da geht. Bevor wir darauf blicken, jetzt nochmal zur Atmosphäre heute. Unterstützung, FHL war da und überhaupt die Atmosphäre. Hast du die aufgesaugt, richtig? Ja, die Jungs sind natürlich absolute Spitze, war richtig, richtig geil mit der Unterstützung zu spielen. Aber grundsätzlich war ja in jedem Spiel bisher daheim eigentlich eine sehr gute Stimmung. Nur sie haben dann den Funke ein bisschen rübergebracht ans restliche Publikum und dadurch war es natürlich noch lauter. Das hat uns klar auch getragen durch das ganze Spiel, was einfach super war. Ja eben, jetzt Samstag, du hast schon angesprochen, Duell bei der SG Leutershausen, da ist immer richtig Feuer drin, es wird sicher wieder hitzig, was denkst du? Was kommt da auf ein Spiel für euch, auf euch zu? Ja, es wird wieder ein Spiel wie jedes andere in der Liga auch, 2 Mannschaften, die unbedingt gewinnen wollen. Klar haben wir da ein bisschen die Vergangenheit jetzt durch den gemeinsamen Aufstieg und durch die 2 sehr, sehr engen Spiele in der vergangenen Saison. Es wird wieder ein Kampf auf Biegen und Brechen, wo letzten Endes dann wieder die Mannschaft gewinnt, die an diesem Tag ihre Form besser aufs Parkett bringt als die andere. Zum Glück sind ja wieder die HSG-Fans dabei. Ein ganzer Bus wird mitfahren. Wie wichtig ist das jetzt auch mal auswärts, das erste Mal wieder richtig große HSG-Fanmenge dabei zu haben? Das ist natürlich riesig, wenn wir da an das Rückspiel in der vergangenen Saison denken. War einmalig, war Gänsehaut-Atmosphäre. Schauen wir, was dieses Mal wieder geht. Und wir versuchen natürlich dann auch die vielen Zuschauer, die mitgehen, mit 2 Punkten zu belohnen, genau wie uns auch.